Papa! Hm? Oh, toll! Dennis? Dennis! Die Verhandlung ist eröffnet. Zum Aufruf kommt der Fall Alwin Krug. Herr Angeklagter, Sie arbeiten seit etwa 2 Jahren als Förster für Frau Kamphausen. Was sind Ihre Aufgaben? Hauptsächlich Waldbewirtschaftung und die Regulierung des Wildbestandes. Sie gehen also auf die Jagd? Natürlich. Auch am frühen Abend des 29. August? Nein, ich hatte bis ungefähr 18 Uhr eine Besprechung mit meiner Chefin. Wo? Im Büro von Frau Kamphausen. Und anschließend bin ich nach Hause gefahren. In Ihrem Wagen? Ja. Gibt es jemanden, der bezeugen kann, dass Sie an dem Abend zu Hause waren? Nein. Wer außer Ihnen könnte sich auf dem Hochsitz befunden haben, von dem aus der Schuss abgegeben wurde? Das weiß ich nicht. Ist es denn schon vorgekommen, dass im Wald von Frau Kamphausen jemand ohne Erlaubnis gejagt hat? Ich habe keine Ahnung. Aber ausschließen können Sie es natürlich nicht. Nein. Mit anderen Worten, es wäre sehr wohl möglich, dass ein Wilderer sein Unwesen treibt, ohne dass mein Mandant davon Kenntnis hätte. Das Waldgebiet ist groß. Herr Kollege, Sie wollen uns einen namenlosen Täter verkaufen, für dessen Existenz es keinerlei Beweise gibt. Aber Hinweise, Herr Kollege. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen, Herr Vorsitzender. Herr Müller. Was für eine Kleidung hat der Mann auf dem Hochsitz getragen? Papa! Herr Müller. Jägersachen. Konnten Sie den Schützen erkennen? Ja. Ist er hier im Gerichtssaal? Herr Krug. Herr Müller, sind Sie ganz sicher? Ja. Wie reagierte der Angeklagte auf Ihren Hilferuf? Herr Staatsanwalt, ob es sich um den Angeklagten gehandelt hat, muss ich erst noch herausstellen. Also, Herr Müller, wie verhielt sich der Mann auf dem Hochsitz, nachdem Sie um Hilfe gerufen hatten? Er ist weggelaufen. Einfach abgehauen. Ich habe ein Motor gehört. Konnten Sie sehen, mit was für einem Wagen der Mann davonfuhr? Es war seiner. Konnten Sie das Kennzeichen lesen? Nein, aber ich kenne den Wagen. Sie waren mit Ihrem schwerverletzten Sohn ganz allein. Was haben Sie getan? Ich habe ihn getragen. Bis zu meinem Auto. Wie weit ungefähr mussten Sie Dennis tragen? Ein Kilometer vielleicht. Dann habe ich ihn auf den Rücksitz gelegt, dann ins Krankenhaus. Aber als ich da ankam... Danke, Herr Müller, das genügt. Wieso haben Sie das? Mein Sohn hat Ihnen doch nichts getan. Sie, einfach ein kleines Kind. Mörder! Sie sind ein Mörder! Herr Müller, nehmen Sie bitte Platz. Oder ich muss Sie aus dem Saal weisen lassen.
Die Kugel hat den Brustkorb des Jungen glatt durchschlagen. Trotz intensiver Suche konnte sie bisher nicht gefunden werden. Wahrscheinlich hat sie sich tief in die Erde gebohrt. Deine Patronenhülse wurde auch nicht gefunden? Nein. Herr Hauptkommissar Brentano, sind die Gewehre des Angeklagten untersucht worden? Ja, alle drei. Und in welchem Zustand waren sie? Sie waren gereinigt. Haben Sie trotzdem feststellen können, ob aus einem der Gewehre in letzter Zeit abgefeuert worden ist? Ja, aus einer Büchse war vor kurzem geschossen worden. Herr Hauptkommissar, lässt sich mit Sicherheit feststellen, dass die Büchse am 29. August abgefeuert worden ist? Nein. Sie könnte also auch ein paar Tage vorher zuletzt benutzt worden sein? Ja, durchaus möglich. Haben Sie auf dem Hochsitz etwas gefunden, das ein Hinweis auf den Täter sein könnte? Ja, ein Flachmann. War es dieser hier? Ja, der war es. Was hat er enthalten? Einen kleinen Rest Whisky. Haben Sie auf dem Behältnis Fingerabdrücke gefunden? Ja. Von wem stammen Sie? Die Person konnte bisher nicht ermittelt werden. Das heißt, dieser Flachmann gehört ganz offenbar nicht meinem Mandanten. Ja. Und weist darauf hin, dass noch eine andere Person auf dem Hochsitz gewesen sein muss. So ist es. Vielen Dank. Herr Hauptkommissar Brentano, Walter Müller, der Vater des getöteten Jungen, hat gesehen, wie Förster Krug in seinem Wagen vom Tatort... Mit Verlaub, Herr Kollege, wen oder was Herr Müller wirklich gesehen hat, ist noch keineswegs gut bewiesen. Gut, ich werde die Frage anders formulieren. Haben Sie am Tatort Spuren vom Wagen des Angeklagten gefunden? Ja, ein Abdruck vom linken Hinterreifen. Demnach war Herr Krug tatsächlich am Tatort. Natürlich war er am Tatort. Es ist sein Hochsitz, den er regelmäßig frequentiert. Das letzte Mal 3 Tage vor der Tat. Oder können Sie, Herr Hauptkommissar, mit Sicherheit sagen, dass die Reifenspur zur Tatzeit entstanden ist? Nein, das ist nicht möglich. Sein großer Fehler war, dass er weggelaufen ist, anstatt zu helfen. Damit hat er in Kauf genommen, dass der Junge stirbt. So wird er wohl wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit unterlassener Hilfeleistung um die 8 Jahre kriegen. Und die Eltern? Können die auch Schmerzensgeld hoffen? Schmerzensgeld und Schadenersatz klagen wir gesondert und zivilrechtlich ein. Aber kein Geld der Welt macht den Jungen wieder lebendig. Herr Hartmann, Ihr Sägewerk und Ihr Wohnhaus liegen an der Straße, die zum Wald von Frau Kamphausen führt. Ja. Sagen Sie uns doch bitte, was Sie am 29. August um etwa 18 Uhr beobachtet haben. Also, ich bin gerade vom Betrieb ins Haus gegangen. Da ist der Förster Krug mit seinem Auto vorbeigefahren Richtung Wald. Sind Sie sich ganz sicher, dass es sich um das Auto von Herrn Krug gehandelt hat? Ja, ich kenne den Wagen gut. Der hat so eine Forstplakette an der Windschutzscheibe. Danke. Herr Hartmann, der 29. August war ein Mittwoch. Sagen Sie dem Gericht doch bitte, wo Sie sich mittwochabends für gewöhnlich aufhalten. Ich war zu Hause. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich will es für Sie tun. Normalerweise fahren Sie jeden Mittwoch gegen 18 Uhr in die City, weil Sie dort einen festen Termin haben. Sie besuchen regelmäßig eine Dame, eine Prostituierte. Jeden Mittwochabend, ist das richtig, Herr Hartmann? Ja und? Aber am besagten Mittwoch war ich eben nicht bei ihr, weil ich nämlich eine Grippe hatte. Die Dame sagt etwas anderes. Ja, dann lügt sie. Herr Vorsitzender, ich beantrage, die Zeugin Jasmin Sachs zu hören. Ihre Aussage ist von entscheidender Bedeutung für die Wahrheitsfindung in diesem Verfahren. Frau Sachs, Sie arbeiten als Prostituierte. Gesellschafterin. Gesellschafterin. Aha. Und wo ist der Unterschied? Erstens klingt's besser. Und zweitens hole ich meine Kundschaft nicht von der Straße. Und drittens, ich leiste den Herren Gesellschaft, wenn sie wollen, auch auf Partys oder so. Verstehe. Frau Sachs, zu den Herren, denen Sie regelmäßig Gesellschaft leisten, gehört auch der Sägewerksbesitzer Hartmann. Ja. Er besucht Sie gewöhnlich mittwochs. Ist das richtig? Ja. Zwischen 7:30 und 9 Uhr abends. Hat er das auch am 29. August getan? Ja. Das ist gelogen. Herr Hartmann. Die lügt doch wie gedruckt. Herr Hartmann, wenn Sie nochmal die Verhandlung stören, muss ich Sie aus dem Saal weisen. Frau Sachs, der 29. August liegt jetzt über 8 Monate zurück.
Wie können Sie so sicher sein, dass Achtmann an diesem Tag bei Ihnen war? Weil ich eine Art Notizbuch habe. Da schreibe ich immer rein, wer und wann zu Besuch kommt und was so gelaufen ist. Auf diese Art kann ich auf die speziellen Bedürfnisse... Frau Sachs, was steht über den fraglichen Abend in Ihrem Notizbuch? Dass Herr Hartmann sehr stark erkältet war und keinen Grog trinken wollte, da er heimfahren musste. Und dass er trotz der Grippe ganz besonders aktiv war. Danke, Frau Sachs. Sie sind darüber aufgeklärt worden, dass Sie nach dieser Befragung vereidigt werden können. Ich bin über alles aufgeklärt. Sind Sie wirklich ganz sicher, dass es mit Ihrem Notizbucheintrag zum 29. August seine Richtigkeit hat? Ja. Die Note ist doch geschmiert worden, das hat doch je... Der Verdacht liegt in der Tat nahe, aber wir können es nicht beweisen. Danke, Helga. Wenigstens nicht im Moment. Die Aussage des Sägewerkbesitzers war für unsere Sache sehr wichtig. Doch jetzt erscheinen seine Angaben zumindest zweifelhaft und wir müssen uns darauf einstellen, dass das Gericht zugunsten des Angeklagten entscheidet. Aber ich habe Krug doch auch gesehen. Ich weiß. Morgen werden die Plädoyers gehalten. Und der Verteidiger wird alle Register ziehen, um Ihre Aussage als fragwürdig darzustellen. Wieso fragwürdig? Ich bin doch kein Lügner! Das wird Dr. Lohse auch nicht behaupten. Er wird sagen, dass Sie sich geirrt haben. Falls es also zum Freispruch kommt und wir in die Berufung gehen wollen, müssen wir neues Beweismaterial vorlegen. Und das wird ohne die Ermittlung eines Fachmannes schwierig werden. Herr Matula ist Privatdetektiv und auf solche Nachforschungen spezialisiert. Aber die können doch diesen Mistkerl nicht einfach freisprechen! So wie die Dinge liegen, bleibt dem Gericht gar nichts anderes übrig. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass dieser Hartmann, dieser Sägewerksbesitzer, die Wahrheit sagt und nicht diese Zeuge? Ich arbeite bei ihm seit 10 Jahren. Der Mann ist in Ordnung. Der hat noch nie irgendjemanden schlecht behandelt. Mag ja sein. Aber was wissen Sie wirklich von ihm? Wann zum Beispiel haben Sie erfahren, dass Hartmann Stammkunde bei einer Prostituierten ist? Ja, heute Morgen. Eben, das meine ich. Vielleicht hat er noch mehr solcher Geheimnisse. Herr Matula hat recht, Walter. Aber was... Was kostet denn sowas? Ich meine, wenn Sie ermitteln... 300 Euro am Tag, Spesen extra. 300? Das sind ja... Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich strecke Ihnen die Summe vor. Und wenn Herr Matula Erfolg hat, werden wir sein Honorar als schadensbedingten Aufwand einklagen. Einverstanden? Ja, und... Einverstanden. Die Verteidigung behauptet, dass der Angeklagte zur Tatzeit gar nicht am Tatort war, sondern zu Hause. Dort wurde Förster Krug aber nicht gesehen. Er wurde im Wald gesehen. Auf dem Hochsitz, in Jägerkleidung und mit einer Jagdflinte in der Hand. Die Verteidigung behauptet ferner, den Schuss auf Dennis Müller habe ein Unbekannter abgegeben, der am helllichten Tag ohne Erlaubnis auf Jagd war. Ein Wilderer also. Wie aber die Beweisaufnahme ergeben hat, trug der Schütze Jägerkleidung und flüchtete in einem grünen Mercedes-Geländewagen. Genau so einen Wagen fährt der Angeklagte und hat auch mit seinem Auto tatsächlich am Tatort einen Reifenabdruck hinterlassen. Wie ein medizinischer Sachverständiger vor diesem Gericht aussagte, könnte Dennis Müller noch leben, wenn er rechtzeitig in einem Krankenhaus eingetroffen wäre. Diese Tatsache gibt dem Verhalten des Angeklagten eine zusätzliche, schreckliche Dimension, die mehr noch als seine übrigen Verfehlungen nach Sühne verlangt. Herr Krug ist seit über 10 Jahren Förster. Er gilt seinem Wesen nach als ruhig und besonnen. Er ist nicht der Mann, der leichtfertig auf ein Ziel schießt. Schon gar nicht, wenn er es nicht hundertprozentig identifiziert hat. Und er ist nicht der Mann, der im Notfall Hilfe verweigert oder gar feige die Flucht ergreift. Herr Walter Müller, der bedauernswerte Vater des toten Jungen, ist sich sicher, dass er Herrn Krug aus über 70 Metern Entfernung bei leichtem Nebel als den Schützen auf dem Hochsitz erkannt hat. Herr Müller stand unter Schock. Er war schier übermenschlichem Stress ausgesetzt. Es ist allzu natürlich, dass an dieser Situation eine Person auf dem Hochsitz automatisch mit Förster Krug in Verbindung bringt. Wir haben Verständnis für diesen Irrtum, aber
Wir können uns auf Herrn Müllers Aussage nicht verlassen, auch nicht im Hinblick auf das Fahrzeug, mit dem der Schütze geflohen ist. Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal an die Fingerabdrücke auf dem Flachmann, deren Herkunft bis zum heutigen Tag nicht geklärt ist. So sehr ich den Eltern des armen Jungen auch wünsche, dass der Täter seine gerechte Strafe erhält, so sehr bin ich davon überzeugt, dass es nicht Herr Krug war, der diesen verhängnisvollen Schuss abgegeben hat. Herr Krug ist unschuldig. Krug hat seinen Freispruch schon in der Tasche. Ja, und ich stehe als Lügner da. Das kann sich wieder ändern. Ja, wenn ich die Wahrheit aus dem Kerl rausprügle. Vielleicht gibt es dann noch einen anderen Weg. Ja, ich könnte die Nutte zum Reden bringen. Überlegen Sie lieber mal, ob jemand bestätigen kann, dass Sie wegen der Grippe zu Hause waren. Mann, das ist 8 Monate her. Hatten Sie an dem Abend vielleicht Besuch? Haben Sie mit jemandem telefoniert? Ich kann mich nicht erinnern. Aber dass Krug mit seinem Auto vorbeigefahren ist, das wissen Sie ganz genau. Ich kenne das Auto und eines sage ich Ihnen, ich lasse diese Schweinerei nicht auf mir sitzen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Freispruch, Herr Krug. Haben Sie damit gerechnet? Natürlich, ich bin unschuldig. Herr Dr. Lohse, durch Ihre Überraschungszeugen haben Sie dem Prozess die entscheidende Wende gegeben. Ja, aber es ist nicht mein Sieg, es ist der Sieg der Wahrheit. Gratuliere, du hast es geschafft. Ich ziehe mich um und komme dann raus zu dir. Wir müssen was besprechen. Ja, was denn? Sie haben Ihr Ziel nicht erreicht. Werden Sie in die Berufung gehen? Sie werden verstehen, dass ich das zuerst mit meinem Mandanten bespreche. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass der Mörder meines Kindes ungeschoren davonkommt. Bitte keine weiteren Fragen, Herr Müller. Ich weiß, dass er der Mörder ist. Das bitte nicht. Ich freue mich so. Ja. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wer war denn dran? Die Reinigung. Ich kann Ihre Sachen abholen. Und, Frau Riemer, ich habe hier an diesem Pachtvertrag einiges überarbeitet. Bitte die Neufassung vierfach und schnellstens auf meinen Tisch. Ja. Guten Tag, mein Name ist Matula. Ich möchte gerne Herrn Krug sprechen. Der Förster ist nicht da. Um was geht's denn? Ich ermittle im Fall Dennis Müller. Herr Krug ist freigesprochen. Der Fall ist abgeschlossen. Nicht für die Eltern von Dennis. Frau Kamphausen, hätten Sie eine Minute Zeit für mich? Ja. Kommen Sie rein. Also. Na, das ist ja eine Menge. Alles im eigenen Wald selbst erlebt? Das Werk von Generationen. Sie sind auch sowas wie ein Jäger, oder? Ja, aber ich schieße nur in Notwehr. Wie kommt man eigentlich zu so viel Grundbesitz? Aus dem 16. Jahrhundert herübergerettet. Das hat meine Familie leider nicht geschafft. Sie verkaufen an Herrn Hartmann Holz für sein Sägewerk? Mit Lügnern mache ich keine Geschäfte. Bezieht sich das auf Hartmanns Aussage gegen Krug? Ja, allerdings. Aber warum sollte Hartmann denn lügen? Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Hören Sie, es ist ganz furchtbar, dass dieser arme Junge in meinem Wald erschossen wurde. Jedenfalls bin ich sicher, dass der Schütze kein ausgebildeter Jäger war und schon gar kein Förster. Hey, du Waldschrat! Lass mich vor allen Leuten zum Lügner abgestempelt. Lassen Sie mich in Ruhe. Könnt ihr so fassen, was? Gib dazu, dass du die Nutte geschmiert hast. Gehen Sie aus dem Weg. Mit dem Wahl, dass der ausprügelt. So. Also wir sprechen uns noch, mein Lieber. Hartmann hält sich anscheinend nicht für einen Lügner. Er ist ein schlechter Verlierer. Hallo, Herr Krug. Hartmann dreht durch, was? Aha. Guten Tag. Guten Tag. Das ist übrigens Herr Matula. Er ermittelt für die Müllers. Ah ja. Kann ich so kurz sprechen, Herr Krug? Alles, was zu sagen war, habe ich vor Gericht gesagt. Und seit heute bin ich auch amtlich unschuldig. Dann läuft der Täter immer noch frei rum. Das ist bedauerlich, aber ich kann es nicht ändern. Ach,
Paula, könnten Sie uns bitte zwei Kaffee bringen? Ja, sehr gerne. Wiedersehen. Bestimmt. Immer dasselbe. Wie meinen Sie das? Überall nur Unschuldige. Also ich glaube Herrn Krug. Warum? Weil er ein anständiger Kerl ist. Auch anständige Kerle können mal Fehler machen. Ja, aber Sie stehen wenigstens dafür gerade. Wer ist die Frau? Das tut nichts zur Sache. Liebst du sie? Ja. Wenn du willst, werde ich kündigen. Und wie lange geht das schon? Ach, wie lange? 2 Wochen. Warum sagst du es mir erst jetzt? Ich wollte abwarten, bis der Prozess vorbei ist. Ich muss den Kopf frei haben. Ach ja, da geht's raus. Bis dann. Haben Sie gewusst, Herr Müller, dass Frau Kamphaus und Herr Krug ein Verhältnis miteinander hatten? Nein. Mit diesen Herrschaften habe ich normalerweise nichts zu schaffen. Aber bringt es uns weiter, Josef? Es würde uns weiterbringen, wenn wir wüssten, ob Hartmann die Wahrheit sagt. Danke, Helga. Vor der Presse hat Dr. Lohse verlauten lassen, dass es eine Erklärung für Hartmanns Falschaussage gibt. Mein Chef hat nicht gelogen. Warum hacken Sie immer wieder auf ihm rum? Wir wollen einfach nichts außer Acht lassen. Ich glaube, ich werde dem Dr. Lohse mal einen Besuch abstatten. Hallo? Ah, Herr Kollege. Was treibt Sie in meine bescheidene Hütte? Die Hoffnung auf ein paar Antworten, Herr Dr. Lohse. Bescheidene Hütte trifft es ja wohl nicht so ganz. Hat mir mein alter Herr hinterlassen. Wohnt nicht auch der Förster Krug in dieser Straße? Hier, gleich nebenan. Das Haus gehört Frau Kamphausen. Danke. Wollen Sie was trinken? Kaffee? Tee? Nein, gar nichts, danke. Das ist ja schön. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne von Ihnen erfahren, warum Hartmann, der Sägewerkbesitzer, und Krug nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Oha! Diese Frage ist delikat. Nehmen Sie Platz. Zumal Sie und ich an gegnerischen Fronten kämpfen. Ich nehme doch an, Sie erwägen ein Berufungsverfahren. Durchaus. Wissen Sie eigentlich, dass Frau Kamphausen und Herr Krug liiert waren? Waren? Ja, soweit ich weiß, hat Herr Krug das Verhältnis beendet, wegen einer anderen Frau. Da sind Sie besser im Bilde als ich. Woher beziehen Sie Ihre Kenntnisse? Von einem Privatdetektiv, der seit einiger Zeit im Fall Müller ermittelt. Aha. Na gut, da wir schon beim Liebesleben von Herrn Krug sind, kann ich Ihre Frage ruhig beantworten. Sägewerkbesitzer Hartmann wurde seinerzeit von Förster Krug bei Frau Kamphausen ausgebotet. Sie meinen als Liebhaber? Exakt. Das hat ihm Hartmann natürlich übel genommen. Und deshalb hat er falsch gegen Herrn Krug ausgesagt? Naheliegend, oder? Ich habe vor Gericht keinen Bezug darauf genommen, um Frau Kamphausen nicht unnötig zu kompromittieren. Das war ja auch dank Ihrer Überraschungszeugin gar nicht nötig. Wie ist es eigentlich gelungen, die Prostituierte Sachs ausfindig zu machen? Hat Herr Krug die aufgespürt? Herr Krug? Ach so, Sie meinen, Krug könnte die Zeugin Sachs bestochen haben? Ich muss Sie enttäuschen, die beiden haben sich vor Gericht zum ersten Mal gesehen. Nein, nein, ich habe Hartmann eine Zeit lang observieren lassen. Was Sie können, kann ich auch. Ja? Da, Frau Knebel. Hier ist Anselm aus dem 3. Stock. Ich habe einen Schlüssel vergessen. Können Sie mir mal aufmachen? Moment. Danke. Tag, Frau Sachs. Ich heiße Josef, Josef Matula. Herr Hartmann hat Sie mir empfohlen. Wer sind Sie? Darf ich reinkommen? Was wollen Sie? Ich bin Privatdetektiv. Wir sollten uns mal dringend unterhalten. Und zwar über Ihre Aussage, die Sie vor Gericht gemacht haben. Ich habe mit Ihnen nichts zu reden. Sagen Sie das nicht. Es hat sich was Wichtiges ereignet. Das wird Sie garantiert interessieren. Danke.
Also? Sie haben vor Gericht gesagt, dass Ihr Stammkunde Hartmann Sie am 29. August besucht hat. Obwohl er erkältet war. Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber Sie wissen noch nicht, dass er sich inzwischen an einen Arzt erinnert. Und der kann bestätigen, dass er an diesem Abend tatsächlich zu Hause in seinem Bett lag. Mhm. Sie haben gelogen. Blödsinn. Blödsinn war, dass Sie einen Meineid geschworen haben. Das kommt Sie teuer zu stehen. Es sei denn... Was? Sie geben schleunig zu, dass Krug Sie bestochen hat. Also, wie viel hat er Ihnen für die Falschaussage bezahlt? Sie können noch warten, bis die Polizei hier aufkreuzt. Oder Sie machen freiwillig den Mund auf. Dann hätten Sie die Chance, mit einem blauen Auge davon zu kommen. Sie müssen jetzt gehen. Also, wie wäre es mit der Wahrheit? Lassen Sie mich in Ruhe. Hi, Huber. Endlich. Guten Abend. Komm doch rein. Der Herr hier wollte gerade gehen. Ja. Ja, Hubert, dann mal viel Spaß. Na? Na, komm doch rein. Komm. Das ist nicht viel interessanter. Der Freier war nur ganz kurz bei ihr. Offenbar habe ich sie nervös gemacht. Das machst du doch mit allen Frauen. Ja, aber die lässt mich hier verdammt lange warten. Seit 2 Stunden läuft hier nichts mehr. So, ich muss jetzt was zwischen die Zähne kriegen, bevor die letzte Dönerbude da drüben zumacht. Du hörst von mir. Dann lass sie es mal schmecken. Josef, ciao. Ja, danke, bis dann. Oder was? Fahren Sie weiter, hier wird geschossen. Wer hat geschossen? War es der Förster? Jasmin! Jasmin, hören Sie mich. Gleich kommt Hilfe. Gewehrschüsse. Haben Sie den Schützen gesehen? Nein. Haben Sie eine Vermutung, wer geschossen hat? Ja. Und wer? Krug. Was? So, erledigt. Sie sollten morgen von einem Arzt im Verband wechseln. Kommen Sie darauf, dass Krug geschossen hat? Aus Angst. Die Sachs könnte nicht dicht halten. Also, da komme ich nicht ganz mit. Wir vermuten, dass Krug Frau Sachs bestochen hat, damit sie vor Gericht lügt. Ich habe ihr deswegen vorhin ein bisschen Druck gemacht. Gut möglich, dass sie darauf den Krug angerufen hat. Der könnte zu dem Ergebnis gekommen sein, dass sie ein zu großes Risiko für ihn darstellt. Ich würde mir den Krug mal vorknüpfen. Mari, danke für den Tipp. So habe ich mir das mit der Sachs nicht vorgestellt. Ich mir auch nicht. Aber eins steht jetzt fest. Hartmann hat die Wahrheit gesagt. Ja. Soll ich dich nicht nach Hause fahren? Lass mal, es geht schon. Außerdem brauche ich den Wagen. Komm gut heim. Wir sehen uns. Ciao. Ihr Kollege Lose war auch gerade da. Er hat recht, ich konnte Krug nicht länger festhalten. Wieso nicht? Weil er für die Tatzeit ein Alibi hat. Er war die ganze Nacht mit einer gewissen Paula Riemer zusammen. Interessant. Das ist die Sekretärin von Frau Kamphausen. Sie hat seine Angaben bestätigt. Übrigens, wollen Sie auch einen Schluck von diesem Nervengift? Ist allerdings nur ratsam, wenn man schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr geschlafen hat. Sie glauben an dieses Alibi? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Frau Riemer lügt. Sie ist mit Krug liiert. Das ist doch ein Hinweis.
Hier, diese Hülse, die letzte Nacht sichergestellt wurde, hat das Kaliber 30.06. Ziemlich groß. Und sie passt nicht zu Krugs Gewehren. Vielleicht hat er ein nicht registriertes Gewehr benutzt. Ja, vielleicht, aber damit kann ich keinem Haftrichter imponieren. Wurden denn keine verwertbaren Spuren gefunden? Nichts. Wir führen aber noch weitere Befragungen durch. Was macht denn deine Wunde? Ist mir ja seelisch. Ich nehm's halt persönlich, wenn auf mich geschossen wird. Vielleicht war's gar nicht der Förster. Dann werde ich mir seine Herzdame mal vorknüpfen, dann sehen wir weiter. Und wenn er wirklich bei ihr war? Da müssen wir umdenken. Ich weiß auch schon, in welche Richtung. Hallo, können wir uns mal einen Moment unterhalten? Worüber? Über Sie und Herrn Krug. Und sein Alibi für letzte Nacht. Ich pack nur schnell meine Sachen zusammen. Sie hängen Ihren Job an den Nagel? Ich bin gerade gefeuert worden. Aha, darf ich raten, warum? Frau Kamphausen hat erfahren, dass Sie Krugs neue Flamme sind. Ich bin nicht seine Flamme, wir lieben uns. Für das Arbeitsgericht würde das als Entlassungsgrund nicht ausreichen. Ich hatte noch Probezeit. Da braucht Frau Kamphausen keinen Grund anzugeben. Woher wissen Sie das alles überhaupt? Ich schnappe manches auf und reihe mir Verschiedenes zusammen. Und damit ist jetzt Schluss. Zumindest in meinem Haus, Herr Matula. Wenn Sie irgendwas mit meiner ehemaligen Angestellten zu reden haben, dann tun Sie das gefälligst woanders. Sind Sie jetzt bald fertig hier? Ja, ja, natürlich. Ach, und wenn Sie Alwin, ich meine natürlich Herrn Krug sehen, dann richten Sie ihm doch bitte aus, wie sehr ich mich auf heute Abend freue. Sie verlassen sofort mein Haus. Ich helfe Ihnen. Danke. Sie waren die ganze letzte Nacht also mit Herrn Krug zusammen, ist das richtig? Ja, natürlich. Wiedersehen. Ich war gestern Nacht dabei, als Jasmin Sachs starb. Um einer hätte mich die zweite Kugel getroffen. Es tut mir leid. Ich hatte den Eindruck, Krug hätte geschossen. Wenn Sie ihn decken, machen Sie sich mitschuldig. Hören Sie, ich liebe diesen Mann. Aber wenn er ein Mörder wäre, würde ich mich von ihm trennen. Ich glaube ihr. Nur, wenn Krug die Sachs nicht erschossen hat, wer dann? War es derselbe Schütze, der auch den kleinen Dennis auf dem Gewissen hatte, oder waren zwei verschiedene? Also von zwei verschiedenen Tätern auszugehen, ergibt für mich keinen Sinn. Also ist Krug aus dem Schneider, weil er für den Mord an der Sachsen Alibi hat. Aber an dem Tag, als der kleine Dennis erschossen wurde, wurde er von zwei Leuten gesehen. Sagen wir besser seinen Wagen. Und auch nicht mal das ist sicher. Aber wenn es wirklich Krugs Wagen war, kann auch jemand anderes drin gesessen haben. Ja, die Kamphausen jagt auch. Aber kann man die mit Krug verwechseln? Vielleicht. Wenn sie Jägerkleidung trug und Hut auf hatte. Die Kamphausen ist mit Krugs Auto zur Jagd gefahren und hat versehentlich den kleinen Dennis erschossen. Krug, damals noch ihr Liebhaber, deckt sie und lässt sich vor Gericht anklagen. Er geht davon aus, freigesprochen zu werden, denn er ist ja wirklich unschuldig. Und um dem Freispruch nachzuhelfen, bezahlt Frau Kamphausen die Sachs für eine Falschaussage. Und als die Sachs umzukippen drohte, blieb der Kamphausen gar nichts anderes übrig, als sie aus dem Weg zu räumen. Warten, warten. Worauf denn? Dass der Dreckskerl noch jemanden abknallt? Nee. Jetzt ist Schluss mit Warten. Wenn er so weitergeht, kommt er noch ungestraft davon. Ganz sicher nicht. Da werde ich dafür sorgen. Den Krug, den mache ich fertig. Und dann? Wollen Sie jahrelang in den Knast gehen? Immer noch besser als einen Mörder jahrelang frei rumlaufen lassen. Herr Schmüller, denken Sie doch mal an Ihre Frau. Soll die jetzt nach dem Sohn auch noch den Mann verlieren? Anni, noch zwei Schnaps. Zahn um Zahn, Auge um Auge. Guten Abend, Herr Krug. Was wollen Sie schon wieder?
dass Sie mit der Wahrheit rausrücken, bevor noch mehr Blut fließt. Ich schieße keine Leute tot. Wann kapieren Sie das endlich? Aber Sie kennen jemanden, der es tut. Verleihen Sie manchmal Ihr Auto? Was soll die Frage? Vielleicht an Ihre Chefin, wenn die zur Jagd fährt. Lassen Sie mich in Ruhe. Herr Krug, zwei Menschen sind tot. Und Sie wissen mehr, als Sie zugeben. Gehen Sie. Geschichte wächst mir über den Kopf. Jetzt sag bloß nicht, dass du doch etwas damit zu tun hast. Ich hab auf niemanden geschossen, Paula. Was dann? Du musst es mir sagen, Alvin. Ich hätte mich nie darauf einlassen dürfen. Herrgott, worauf denn? Bitte sag mir doch, was los ist. Morgen früh werde ich zur Polizei gehen. Hör zu. Ich... Verdammt nochmal. Guten Abend. Was willst du hier? Mit dir reden. Wir haben nichts mehr zu reden. Außerdem, ich habe Besuch. Lass mich nicht so einfach observieren. Ich möchte mit Herrn Krug allein sprechen. Jetzt mach mal halblang, Eleonore. Ist schon gut. Nein, wenn hier jemand geht, dann Sie. Mir wäre es lieb, wenn du diese ganze Angelegenheit in Ordnung bringen würdest. Also, mach's kurz. Wenn das Gesetz versagt, dann muss man es selber in die Hand nehmen. Kommen Sie, Müller, ich fahre Sie jetzt erstmal nach Hause, dann legen Sie ins Bett und schlafen Sie aus. Schlafen, der Krug soll schlafen. Und zwar für immer. Lassen Sie die Finger davon, Müller. Der Mann hat ein Gewehr und keine Skrupel, es zu benutzen. Soll er doch. Dann ist er endlich dran. Raus, Krug! Ich weiß, dass du da drin bist! Los, mal rauf! Die Hosen voll! Vor elf, als das Gegröle losging. Ich bin nach draußen, um zu sehen, was los ist, aber da war es plötzlich still. Dann habe ich einen Schrei gehört und habe mich näher herangeschlichen. Und, haben Sie was gesehen? Walter Müller. Müller kam hinten aus der Tür und ist weggelaufen. Ziemlich schwankend übrigens. Sie meinen, er war betrunken? Sah ganz so aus. Hat er Sie bemerkt? Nein. Ich habe hinter dem Gebüsch ein paar Minuten gewartet, ehe ich mich ins Haus getraut habe. Wissen Sie was? Ich habe zum ersten Mal einen Ermordeten gesehen. Ist er erschlagen worden? Allerdings. Vorhin hat mich Frau Müller angerufen und mir gesagt, dass die Polizei ihren Mann sucht. Er soll gestern Abend Krug erschlagen haben. Lose hat ihn aus dem Haus rennen sehen und wo er steckt, weiß niemand. Glaubst du, dass er es war? Ich hoffe nicht. Hast du gestern Abend noch mit Krug geredet? Ja. Und ich bin sicher, er hatte mehr gewusst, als er zugeben wollte.
Vielleicht musste er deshalb sterben. Ja? Stellen Sie durch, Hänger. Lessing! Ja, gut. Das müsste ich schaffen. Bis dann. Hartmann will, dass ich zu ihm komme. Sagt, es sei dringend. Ich komme mit. Bleiben Sie gleich im Auto. Ich muss Ihnen was zeigen. Etwas oder jemand? Fahren Sie einfach hinterher. Ihre Frau macht sich große Sorgen. Haben Sie Krug umgebracht? Nein. Sie waren gestern Abend bei ihm zu Hause. Ja, aber da war er schon tot. Warum sind Sie hingegangen? Also, wir waren zusammen im Wirtshaus. Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten, aber der war auf 180. Wie sind Sie denn ins Haus hineingekommen? Die Terrassentür war offen. Und wo war Krug? Der lag vor dem Esstisch auf dem Boden. Glauben Sie immer noch, dass er Ihren Sohn erschossen hat? Was wäre gewesen, wenn Krug noch gelebt hätte? Sie wären auf den Falschen losgegangen. Sie sollten sich stellen, Herr Müller. Finden Sie raus, wer meinen Sohn getötet hat. Wie lange wollen Sie ihn hier verstecken? Na, bis das Schwein gefasst ist. Die Polizei wird ziemlich bald herausfinden, dass Sie beide gestern im Wirtshaus waren. Man wird die ganze Gegend nach Herrn Müller absuchen. Der Mann hat doch schon genug durchgemacht. Soll der noch, wer weiß, wie lange in der Zelle sitzen? Das hält er doch nervlich gar nicht durch. Gucken Sie sich doch an. Sie hören von uns. Herr Dr. Lessing, bitte sagen Sie meiner Frau Bescheid. Mach ich. Auf Wiedersehen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Alvin tot ist. Sie arbeiten doch für Müller. Haben Sie denn nicht gemerkt, dass er am Durchdrehen ist? Hätten Sie ihn nicht aufhalten können? Müller ist unschuldig. Aber die Polizei sucht ihn doch. Trotzdem, er war es nicht. Er kommt jetzt wieder raus. Ja, okay, danke. Ende. Lessing? Ja, Herr Dr. Lessing, hier spricht Brentano. Sie waren gerade bei Frau Müller. Da wissen Sie doch bestimmt, wo sich Ihr Mann aufhält. Was sagen Sie? Ich kann Sie nicht verstehen. Wo ist Walter Müller? Hören Sie? Walter Müller! Tut mir leid, ich kann Sie nicht hören. Mist, verdammter. Hat Krug Ihnen gegenüber nie erwähnt, in was er da verwickelt war? Doch. Gestern Abend zum ersten Mal. Kurz nachdem Sie weg waren da. Da hat Alvin gesagt, dass ihm die ganze Sache mit dem Kopf wächst und dass er zur Polizei gehen will. Und weiter? Dann ist die Kamphausen gekommen. Ach. Was wollte sie denn? Ach, das weiß ich doch nicht. Ich bin nach Hause gegangen. Gegen Mitternacht habe ich dann bei Alvin noch mal angerufen, aber da war dann schon der Kommissar am Telefon. Krug wurde von derselben Person erschlagen, die auch Dennis Müller und die Zeugin Sachs auf dem Gewissen hat. Noch einen Kaffee daher? Nein, danke, junge Frau. Mein Name ist Annie. Annie? Nehme ich gerne die Rechnung, bitte. Wer soll denn diese Person sein? Ist doch leicht zu erraten. Und achten Sie darauf, dass er in den nächsten Tagen genug bewegt wird. Ja, Kamphausen? Du hast Alvin umgebracht. Verdammtes Dreckstück!
Wer spricht denn da? Paula? Ich habe ihn geliebt. Glaub ja nicht, dass du ungestraft davon kommst. Du wandest in den Bau, hörst du? Du wirst im Gefängnis verschimmeln, verlass dich drauf! Frau Kamphausen, der Weidezahn. Ja, hier, Kamphausen. Geben Sie mir Dr. Lose. Ah, Frau Kamphausen hat sich Verstärkung geholt. Kommen Sie rein. Wir haben Sie erwartet. Wie das? Paula Riemer hat Frau Kamphausen am Telefon beschäftigt. Tag. Tag. Schön, Sie mal kennenzulernen, Herr Matula. Nach allem, was ich so mitkriege, verstehen Sie Ihren Job. Umso unbegreiflicher ist mir, dass Sie bei Paula Riemer völlig haltloses Zeug über Frau Kamphausen äußern. Ja, das wird noch ein Nachspiel haben. Auspeitschen oder Kerker, Frau Großgrundbesitzerin? Warum, um Himmels Willen, bringen Sie Frau Kamphausen mit dem Tod von drei Menschen in Verbindung? Wir gehen davon aus, dass Krug wusste, wer Dennis Müller erschossen hat. Woher? Krug hat dem Täter oder der Täterin seinen Wagen für die Jagd geliehen. Das erklärt auch, warum Hartmann und Müller irrtümlich geglaubt haben, dass sie Krug gesehen hätten. Aber man kann doch Frau Kamphausen nicht mit Herrn Krug verwechseln. Unter gewissen Voraussetzungen schon. Unterstellen wir also mal, dass Sie es waren, die Dennis Müller versehentlich erschossen hat. Lass es. Und weiter? Es liegt doch auf der Hand, dass die Zeugin Sachs zuerst bestochen und dann umgebracht wurde. Wie steht's mit Krug? Wieso hätte Frau Kamphausen den Förster erschlagen sollen? Sie haben gestern Abend Krug besucht. Aus welchem Grund? Ich habe ihn gebeten, dass er zu mir zurückkommt. Nein. Sie haben ihn gebeten, nicht zur Polizei zu gehen und Sie zu verraten, weil er das offenbar vorhatte. Also das sind völlig unsinnige Behauptungen. Sie waren Krugs Arbeitgeberin und mit ihm liiert. Er hat sich für Sie anklagen lassen, darauf bauend, dass er nicht verurteilt würde, weil er ja unschuldig war. Aber nach Ihrem Mord an Frau Sachs wollte er nicht mehr mitspielen. Und weil Sie ihn nicht umstimmen konnten, haben Sie zugeschlagen. Vielleicht erst nachdem Müller aufgetaucht war. Einen besseren Verdächtigen als Müller konnten Sie sich gar nicht wünschen. Können Sie eine dieser Verdächtigungen beweisen? Vielleicht hilft uns ja der Flachmann weiter, der auf dem Hochsitz gefunden wurde. Es wäre doch interessant festzustellen, ob darauf Ihre Fingerabdrücke sind, Frau Kamphausen. Wo ist das Problem? Würden Sie bitte Ihren Kaffee austrinken? Warum? Bitte. Bedienen Sie sich. Oh, mit Vergnügen. Und lassen Sie die Überprüfung bitte umgehend durchführen, damit dieser abwegige Verdacht schnellstens vom Tisch ist. Sie können sich auf uns verlassen. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Hören Sie, ich gebe ja zu, dass Ihre Theorie reizvoll ist, der geliehene Wagen, die bestochene Zeugin und so weiter, aber ich fürchte, Sie werden nicht weiter mitkommen. Sie sollten sich lieber mit dem Wilderer anfreunden. Aber wer hat dann warum Frau Sachs erschossen? Vielleicht hat Hartmann sie bestraft dafür, dass sie ihn als Lügner entlarvt hat. Ist doch keine Kunst, sich ein Gewehr zu besorgen. Und wieso musste Krug sterben? Ja, das kann Ihnen wahrscheinlich Ihr Herr Müller am besten erklären. Sie hören von uns. Ja. Was macht den Lose so sicher, dass Frau Kamphausens Fingerabdrücke nicht auf dem Flachmann sind? Darüber denke ich auch gerade nach. Bei einem guten Essen denkt sich's leichter. Was meinst du? Gute Idee. Hast du Geld dabei? Vielen Dank. Danke, Arnie. Guten Appetit, die Herren. Danke. Du warst ja hier schon auf der Pirsch. Schwer zu sagen, wer hier der Jäger und wer das Wilde ist. Also nochmal, woher weiß der Lose so genau, dass Frau Kamphausen unschuldig ist? Der hat uns doch vorhin ihre Tasse regelrecht aufgedrängt. Du meinst, er kennt den Mörder? Ja. Krug jedenfalls kannte ihn. Und der hat vielleicht seinen Verteidiger Dr. Lose von Anfang an eingeweiht. Da kommen mir noch viel bessere Gedanken.
Welcher denn? Die Kamphausen hat es gar nicht nötig, sich von Krug den Wagen auszuleihen, um auf die Jagd zu gehen. Sie fährt selber einen Jeep. Und sie ist auch nicht so leicht mit Krug zu verwechseln. Du meinst, nicht so leicht wie... Genau. Ja? Ja, Dr. Lose, guten Tag. Hartmann? Was kann ich für Sie tun? Es geht darum, was ich für Sie tun kann. Ich war gestern Abend mit Walter Müller im Wirtshaus. Und anschließend sind wir noch zu Krug gegangen. Aha. Ja, wir wollten ihn mal ordentlich in die Mangel nehmen. Und während Müller an der Haustür geballert hat, bin ich hintenrum. Für den Fall, dass er abhauen wollte. Verstehen Sie? Sicher. Und warum erzählen Sie mir das? Ist aber nicht abgehauen. Konnte er auch gar nicht mehr. Dafür ist ein anderer durch die Terrassentür davongeschlichen. Hören Sie mir noch zu? Natürlich. Bis jetzt weiß noch keiner, dass ich Krugs Mörder gesehen habe. Und? Naja, der Müller tut mir zwar leid, aber... Jeder ist sich selbst der Nächste, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ungefähr. Also will ich noch ein bisschen deutlicher werden. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen knapp bei Kasse. Ah ja, jetzt verstehe ich ja. Tja, vielleicht kann ich Ihnen ein bisschen unter die Arme greifen. Das wäre aber sehr freundlich von Ihnen. Da müssen wir mal in Ruhe drüber reden. Gut. Wie wär's denn heute Abend in meinem Büro, so gegen 10? Ja, das passt mir. Ich würde das Tor für Sie offen lassen. Bis dann. Bis dann. Legen Sie das Gewehr hin. Na los! Kaliber 3006, stimmt's? Drei Tote und zwei Mordversuche. Warum das alles? Warum? Ob Sie es glauben oder nicht, der Auslöser für alles war dieses Gewehr. Es stammt von meinem Vater. Es ist ein ganz besonderes Stück und ich wollte unbedingt einmal damit schießen. Und dafür haben Sie sich die Jägerkleidung Ihres Vaters angezogen und auch seinen Flachmann mitgenommen? Im Suff haben Sie den Jungen erschossen. Nein, nein! Ich war nicht betrunken. Ich hatte den Whisky nur zum Aufwärmen dabei. Aber warum sind Sie denn weggerannt, Dr. Lose? Schock. Panik! Der Junge könnte noch leben, wenn Sie ihn ins Krankenhaus gebracht hätten. Ich weiß! Es tat mir nachher furchtbar leid, aber es gab kein Zurück mehr. Ich hatte Angst, mein Ansehen, meine Karriere. Einen Jagdschein haben Sie sicher nicht, oder? Darum habe ich mir ja von Förster Krug so eine Art Ausnahmegenehmigung geholt. Und wieso hat er die Ihnen gegeben? Weil er ein netter Kerl war. Und ich ihm keine Ruhe gelassen habe. Seinen Wagen hat er Ihnen aufgegeben. Wie haben Sie Krug denn dazu gebracht, dass er sich für Sie auf die Anklagebank gesetzt hat? Er hat sich auch strafbar gemacht. Und ich habe ihm die rechtlichen Konsequenzen ziemlich düster ausgemalt. Was wäre passiert, wenn Sie für ihn keinen Freispruch erwirkt hätten? Dann hätte ich noch vor dem Richter ein Geständnis ablegen müssen, sowas vereinbaren. Welche Garantie hatte Krug denn, dass Sie das auch tun würden? Meine Fingerabdrücke auf dem Flachmann. Warum haben Sie Krug umgebracht? Er wollte plötzlich, dass ich mich freiwillig stelle. Er hat nicht begriffen, dass die Nutte sterben musste, weil sie nicht sich gehalten hätte. Ich habe ihm gestern Abend sehr viel Geld geboten. Aber es war nichts zu machen. Deswegen haben Sie ihn erschlagen. Mörder? Sie Mörder! Werfen Sie die Waffe weg! Gehen Sie weg.
Er hat mein Kind getötet. Das haben Sie von Krug auch schon behauptet. Bleiben Sie stehen! Endstation. Das war's, Herr Kollege. Weigert. Oder gar feige die Flucht ergreift. Herr Walter Müller, der bedauernswerte Vater des toten Jungen, ist sich sicher, dass er Herrn Krug aus über 70 Metern Entfernung bei leichtem Nebel als den Schützen auf dem Hochsitz erkannt hat. Herr Müller stand unter Schock. Er war schier übermenschlichem Stress ausgesetzt. Es ist allzu natürlich, dass an dieser Situation eine Person auf dem Hochsitz automatisch mit Förster Krug in Verbindung bringt. Wir haben Verständnis für diesen Irrtum, aber wir können uns auf Herrn Müllers Aussage nicht verlassen, auch nicht im Hinblick auf das Fahrzeug, mit dem der Schütze geflohen ist. Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal an die Fingerabdrücke auf dem Flachmann, deren Herkunft bis zum heutigen Tag nicht geklärt ist. So sehr ich den Eltern des armen Jungen auch wünsche, dass der Täter seine gerechte Strafe erhält, so sehr bin ich davon überzeugt, dass es nicht Herr Krug war, der diesen verhängnisvollen Schuss abgegeben hat. Herr Krug ist unschuldig. Krug hat seinen Freispruch schon in der Tasche. Ja, und ich stehe als Lügner da. Das kann sich wieder ändern. Ja, wenn ich die Wahrheit aus dem Kerl rausprügle. Vielleicht gibt es dann noch einen anderen Weg. Ja, ich könnte die Nutte zum Reden bringen. Überlegen Sie lieber mal, ob jemand bestätigen kann, dass Sie wegen der Grippe zu Hause waren. Mann, das ist 8 Monate her. Hatten Sie an dem Abend vielleicht Besuch? Haben Sie mit jemandem telefoniert? Ich kann mich nicht erinnern. Aber dass Krug mit seinem Auto vorbeigefahren ist, das wissen Sie ganz genau. Ich kenne das Auto und eines sage ich Ihnen. Ich lasse diese Schweinerei nicht auf mir sitzen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Freispruch, Herr Krug. Haben Sie damit gerechnet? Natürlich, ich bin unschuldig. Herr Dr. Lohse, durch Ihre Überraschungszeugen haben Sie dem Prozess die entscheidende Wende gegeben. Ja, aber es ist nicht mein Sieg, es ist der Sieg der Wahrheit. Gratuliere, du hast es geschafft. Ich ziehe mich um und komme dann raus zu dir. Wir müssen was besprechen. Ja, was denn? Sie haben Ihr Ziel nicht erreicht. Werden Sie in die Berufung gehen. Sie werden verstehen, dass ich das zuerst mit meinen Mandanten bespreche. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass der Mörder meines Kindes ungeschoren davonkommt. Bitte keine weiteren Fragen, Herr Müller. Ich weiß, dass er der Mörder ist. Das bitte mich. Ich freue mich so. Ja. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wer war denn dran? Die Reinigung. Ich kann Ihre Sachen abholen. Und, Frau Riemer, ich habe hier an diesem Pachtvertrag einiges überarbeitet. Bitte die Neufassung vierfach und schnellstens auf meinen Tisch, ja? Guten Tag, mein Name ist Matula. Ich möchte gerne Herrn Krug sprechen. Der Förster ist nicht da. Um was geht's denn? Ich ermittle im Fall Dennis Müller. So, Herr Krug ist freigesprochen. Der Fall ist abgeschlossen. Nicht für die Eltern von Dennis. Frau Kamphausen, hätten Sie eine Minute Zeit für mich? Ja, kommen Sie rein. Also. Na, das ist ja eine Menge. Alles im eigenen Wald selbst erlebt? Das Werk von Generationen. Sie sind auch sowas wie ein Jäger, oder? Ja, aber ich schieße nur in Notwehr. Wie kommt man eigentlich zu so viel Grundbesitz? Aus dem 16. Jahrhundert herübergerettet. Das hat meine Familie leider nicht geschafft.
Sie verkaufen an Herrn Hartmann Holz für sein Sägewerk? Mit Lügnern mache ich keine Geschäfte. Bezieht sich das auf Hartmanns Aussage gegen Krug? Ja, allerdings. Aber warum sollte Hartmann denn lügen? Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Hören Sie, es ist ganz furchtbar, dass dieser arme Junge in meinem Wald erschossen wurde. Jedenfalls bin ich sicher, dass der Schütze kein ausgebildeter Jäger war und schon gar kein Förster. Hey, du Waldschrat! Lass mich vor allen Leuten zum Lügner abgestempelt. Lassen Sie mich in Ruhe. Können Sie so fassen, was? Gib dazu, dass du die Nutte geschmiert hast. Gehen Sie aus dem Weg! Ich will die Wahl, dass der ausprügelt! So. Also, wir sprechen uns noch, mein Lieber. Hartmann hält sich anscheinend nicht für einen Lügner. Er ist ein schlechter Verlierer. Hallo, Herr Krug. Hartmann dreht durch, was? Aha. Guten Tag. Guten Tag. Das ist übrigens Herr Matula. Er ermittelt für die Müllers. Ah ja. Kann ich so kurz sprechen, Herr Krug? Alles, was zu sagen war, habe ich vor Gericht gesagt. Und seit heute bin ich auch amtlich unschuldig. Dann läuft der Täter immer noch frei rum. Das ist bedauerlich, aber ich kann es nicht ändern. Paula, könnten Sie uns bitte zwei Kaffee bringen? Ja, sehr gerne. Wiedersehen. Bestimmt. Immer dasselbe. Wie meinen Sie das? Überall nur Unschuldige. Also ich glaube Herrn Krug. Warum? Weil er ein anständiger Kerl ist. Auch anständige Kerle können mal Fehler machen. Ja, aber Sie stehen wenigstens dafür gerade. Nichts zur Sache. Liebst du sie? Ja. Wenn du willst, werde ich kündigen. Und wie lange geht das schon? Ach, wie lange? 2 Wochen. Warum sagst du es mir erst jetzt? Ich wollte abwarten, bis der Prozess vorbei ist. Ich muss den Kopf frei haben. Ach ja, da geht's raus. Bis dann. Haben Sie gewusst, Herr Müller, dass Frau Kamphausen und Herr Krug ein Verhältnis miteinander hatten? Nein. Mit diesen Herrschaften habe ich normalerweise nichts zu schaffen. Aber bringt es uns weiter, Josef? Es würde uns weiterbringen, wenn wir wüssten, ob Hartmann die Wahrheit sagt. Danke, Helga. Vor der Presse hat Dr. Lohse verlauten lassen, dass es eine Erklärung für Hartmanns Falschaussage gibt. Mein Chef hat nicht gelogen. Warum hacken Sie immer wieder auf ihm rum? Wir wollen einfach nichts außer Acht lassen. Ich glaube, ich werde dem Dr. Lohse mal einen Besuch abstatten. Hallo? Ah, Herr Kollege. Was treibt Sie in meine bescheidene Hütte? Die Hoffnung auf ein paar Antworten, Herr Dr. Lohse. Bescheidene Hütte trifft es ja wohl nicht so ganz. Hat mir mein alter Herr hinterlassen. Wohnt nicht auch der Förster Krug in dieser Straße? Hier, gleich nebenan. Das Haus gehört Frau Kamphausen. Danke. Wollen Sie was trinken? Kaffee? Tee? Nein, gar nichts, danke. Das ist ja schön. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne von Ihnen erfahren, warum Hartmann, der Sägewerkbesitzer, und Krug nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Oha! Diese Frage ist delikat. Nehmen Sie Platz. Zumal Sie und ich an gegnerischen Fronten kämpfen. Ich nehme doch an, Sie erwägen ein Berufungsverfahren. Durchaus. Wissen Sie eigentlich, dass Frau Kamphausen und Herr Krug liiert waren? Waren? Ja, soweit ich weiß, hat Herr Krug das Verhältnis beendet, wegen einer anderen Frau. Da sind Sie besser im Bilde als ich. Woher beziehen Sie Ihre Kenntnisse? Von einem Privatdetektiv, der seit einiger Zeit im Fall Müller ermittelt. Aha. Na gut, da wir schon beim Liebesleben von Herrn Krug sind, kann ich Ihre Frage ruhig beantworten. Sägewerkbesitzer Hartmann wurde seinerzeit von Förster Krug bei Frau Kamphausen ausgebotet. Sie meinen als Liebhaber? Exakt. Das hat ihm Hartmann natürlich übel genommen. Und deshalb hat er falsch gegen Herrn Krug ausgesagt? Naheliegend, oder? Ich habe vor Gericht keinen Bezug darauf genommen, um Frau Kamphausen nicht unnötig zu kompromittieren.
Das war ja auch dank Ihrer Überraschungszeugin gar nicht nötig. Wie ist es eigentlich gelungen, die Prostituierte Sachs ausfindig zu machen? Hat Herr Krug die aufgespürt? Herr Krug? Ach so, Sie meinen, Krug könnte die Zeugin Sachs bestochen haben? Ich muss Sie enttäuschen, die beiden haben sich vor Gericht zum ersten Mal gesehen. Nein, nein, ich habe Hartmann eine Zeit lang observieren lassen. Was Sie können, kann ich auch. Ja, Frau Knebel. Hier ist Anselm aus dem dritten Stock. Ich habe einen Schlüssel vergessen. Können Sie mir mal aufmachen? Moment. Danke. Ja, bitte. Tag, Frau Sachs. Ich heiße Josef, Josef Matula. Herr Hartmann hat Sie mir empfohlen. Wer sind Sie? Darf ich reinkommen? Was wollen Sie? Ich bin Privatdetektiv. Wir sollten uns mal dringend unterhalten. Und zwar über Ihre Aussage, die Sie vor Gericht gemacht haben. Ich habe mit Ihnen nichts zu reden. Sagen Sie das nicht. Es hat sich was Wichtiges ereignet. Das wird Sie garantiert interessieren. Danke. Also? Sie haben vor Gericht gesagt, dass Ihr Stammkunde Hartmann Sie am 29. August besucht hat. Obwohl er erkältet war. Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber Sie wissen noch nicht, dass er sich inzwischen an einen Arzt erinnert. Und der kann bestätigen, dass er an diesem Abend tatsächlich zu Hause in seinem Bett lag. Hm. Sie haben gelogen. Blödsinn. Blödsinn war, dass Sie einen Meineid geschworen haben. Das kommt Sie teuer zu stehen. Es sei denn... Was? Sie geben schleunig zu, dass Krug Sie bestochen hat. Also, wie viel hat er Ihnen für die Falschaussage bezahlt? Sie können noch warten, bis die Polizei hier aufkreuzt. Oder Sie machen freiwillig den Mund auf. Dann hätten Sie die Chance, mit einem blauen Auge davon zu kommen. Sie müssen jetzt gehen. Also, wie wäre es mit der Wahrheit? Lassen Sie mich in Ruhe. Hi, Huber. Endlich. Guten Abend. Komm doch rein. Der Herr hier wollte gerade gehen. Ja. Ja, Huber. Dann mal viel Spaß. Na? Na, komm doch rein. Komm, komm, komm. Das ist nicht viel interessanter. Der Freier war nur ganz kurz bei ihr. Offenbar habe ich sie nervös gemacht. Das machst du doch mit allen Frauen. Ja, aber die lässt mich hier verdammt lange warten. Seit 2 Stunden läuft hier nichts mehr. So, ich muss jetzt was zwischen die Zähne kriegen, bevor die letzte Dönerbude da drüben zumacht. Du hörst von mir. Dann lass sie es mal schmecken. Josef, ciao. Ja, danke, bis dann. Oder was? Fahren Sie weiter, hier wird geschossen. Wer hat geschossen? War es der Förster? Jasmin! Jasmin, hören Sie mich. Gleich kommt Hilfe. Gewehrschüsse. Haben Sie den Schützen gesehen? Nein. Haben Sie eine Vermutung, wer geschossen hat? Ja. Und wer? Krug. Was? So, erledigt. Sie sollten morgen von einem Arzt im Verband wechseln. Wie kommen Sie darauf, dass Krug geschossen hat? Aus Angst. Die Sachs könnte nicht dicht halten. Also, da komme ich nicht ganz mit. Wir vermuten, dass Krug Frau Sachs bestochen hat, damit sie vor Gericht lügt. Ich habe ihr deswegen vorhin ein bisschen Druck gemacht. Gut möglich, dass sie daraufhin Krug angerufen hat. Der könnte zu dem Ergebnis gekommen sein, dass sie ein zu großes Risiko für ihn darstellt.
Ich würde mir den Krug mal vorknüpfen. Mach ich. Danke für den Tipp. So habe ich mir das mit der Sachs nicht vorgestellt. Ich mir auch nicht. Aber eins steht jetzt fest. Hartmann hat die Wahrheit gesagt. Ja. Soll ich dich nicht nach Hause fahren? Lass mal, es geht schon. Außerdem brauche ich den Wagen. Komm gut heim. Wir sehen uns. Ciao. Dennis! Die Verhandlung ist eröffnet. Zum Aufruf kommt der Fall Alwin Krug. Herr Angeklagter, Sie arbeiten seit etwa 2 Jahren als Förster für Frau Kamphausen. Was sind Ihre Aufgaben? Hauptsächlich Waldbewirtschaftung und die Regulierung des Wildbestandes. Sie gehen also auf die Jagd? Natürlich. Auch am frühen Abend des 29. August? Nein, ich hatte bis ungefähr 18 Uhr eine Besprechung mit meiner Chefin. Wo? Im Büro von Frau Kamphausen. Und anschließend bin ich nach Hause gefahren. In Ihrem Wagen? Ja. Gibt es jemanden, der bezeugen kann, dass Sie an dem Abend zu Hause waren? Nein. Wer außer Ihnen könnte sich auf dem Hochsitz befunden haben, von dem aus der Schuss abgegeben wurde? Das weiß ich nicht. Ist es denn schon vorgekommen, dass im Wald von Frau Kamphausen jemand ohne Erlaubnis gejagt hat? Ich habe keine Ahnung. Aber ausschließen können Sie es natürlich nicht. Nein. Mit anderen Worten, es wäre sehr wohl möglich, dass ein Wilderer sein Unwesen treibt, ohne dass mein Mandant davon Kenntnis hätte. Das Waldgebiet ist groß. Herr Kollege, Sie wollen uns einen namenlosen Täter verkaufen, für dessen Existenz es keinerlei Beweise gibt. Aber Hinweise, Herr Kollege. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen, Herr Vorsitzender. Herr Müller. Was für eine Kleidung hat der Mann auf dem Hochsitz getragen? Papa! Herr Müller. Jägersachen. Konnten Sie den Schützen erkennen? Ja. Ist er hier im Gerichtssaal? Herr Krug. Herr Müller, sind Sie ganz sicher? Ja. Wie reagierte der Angeklagte auf Ihren Hilferuf? Herr Staatsanwalt, ob es sich um den Angeklagten gehandelt hat, muss ich erst noch herausstellen. Also, Herr Müller, wie verhielt sich der Mann auf dem Hochsitz, nachdem Sie um Hilfe gerufen hatten? Er ist weggelaufen. Einfach abgehauen. Ich habe ein Motor gehört. Konnten Sie sehen, mit was für einem Wagen der Mann davonfuhr? Es war seiner. Konnten Sie das Kennzeichen lesen? Nein, aber ich kenne den Wagen. Sie waren mit Ihrem schwerverletzten Sohn ganz allein. Was haben Sie getan? Ich habe ihn getragen. Bis zu meinem Auto
Wie weit ungefähr mussten Sie Dennis tragen? Ein Kilometer vielleicht. Dann habe ich ihn auf den Rücksitz gelegt. Dann ins Krankenhaus. Aber als ich da ankam... Danke, Herr Müller, das genügt. Wieso haben Sie das? Mein Sohn hat Ihnen doch nichts getan. Sie... einfach ein kleines Kind. Sie Mörder! Sie sind ein Mörder! Herr Müller, nehmen Sie bitte Platz. Oder ich muss Sie aus dem Saal weisen lassen. Die Kugel hat den Brustkorb des Jungen glatt durchschlagen. Trotz intensiver Suche konnte sie bisher nicht gefunden werden. Wahrscheinlich hat sie sich tief in die Erde gebohrt. Deine Patronenhülse wurde auch nicht gefunden? Nein. Herr Hauptkommissar Brentano, sind die Gewehre des Angeklagten untersucht worden? Ja, alle drei. Und in welchem Zustand waren sie? Sie waren gereinigt. Haben Sie trotzdem feststellen können, ob aus einem der Gewehre in letzter Zeit abgefeuert worden ist? Ja, aus einer Büchse war vor kurzem geschossen worden. Herr Hauptkommissar, lässt sich mit Sicherheit feststellen, dass die Büchse am 29. August abgefeuert worden ist? Nein. Sie könnte also auch ein paar Tage vorher zuletzt benutzt worden sein? Ja, durchaus möglich. Haben Sie auf dem Hochsitz etwas gefunden, das ein Hinweis auf den Täter sein könnte? Ja, ein Flachmann. War es dieser hier? Ja, der war's. Was hat er enthalten? Einen kleinen Rest Whisky. Haben Sie auf dem Behältnis Fingerabdrücke gefunden? Ja. Von wem stammen Sie? Die Person konnte bisher nicht ermittelt werden. Das heißt, dieser Flachmann gehört ganz offenbar nicht meinem Mandanten. Ja. Und weist darauf hin, dass noch eine andere Person auf dem Hochsitz gewesen sein muss. So ist es. Vielen Dank. Herr Hauptkommissar Brentano. Walter Müller, der Vater des getöteten Jungen, hat gesehen, wie Förster Krug in seinem Wagen vom Tatort... Mit Verlaub, Herr Kollege, wen oder was Herr Müller wirklich gesehen hat, ist noch keineswegs gut, bewiesen. Gut, ich werde die Frage anders formulieren. Haben Sie am Tatort Spuren vom Wagen des Angeklagten gefunden? Ja, ein Abdruck vom linken Hinterreifen. Demnach war Herr Krug tatsächlich am Tatort. Natürlich war er am Tatort. Es ist sein Hochsitz, den er regelmäßig frequentiert. Das letzte Mal 3 Tage vor der Tat. Oder können Sie, Herr Hauptkommissar, mit Sicherheit sagen, dass die Reifenspur zur Tatzeit entstanden ist? Nein, das ist nicht möglich. Sein großer Fehler war, dass er weggelaufen ist, anstatt zu helfen. Damit hat er in Kauf genommen, dass der Junge stirbt. So wird er wohl wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit unterlassener Hilfeleistung um die 8 Jahre kriegen. Und die Eltern? Können die auf Schmerzensgeld hoffen? Schmerzensgeld und Schadenersatz klagen wir gesondert und zivilrechtlich ein. Aber kein Geld der Welt macht den Jungen wieder lebendig. Herr Hartmann, Ihr Sägewerk und Ihr Wohnhaus liegen an der Straße, die zum Wald von Frau Kamphausen führt. Ja. Sagen Sie uns doch bitte, was Sie am 29. August um etwa 18 Uhr beobachtet haben. Also, ich bin gerade vom Betrieb ins Haus gegangen. Da ist der Förster Krug mit seinem Auto vorbeigefahren Richtung Wald. Sind Sie sich ganz sicher, dass es sich um das Auto von Herrn Krug gehandelt hat? Ja, ich kenne den Wagen gut. Der hat so eine Forstplakette an der Windschutzscheibe. Danke. Herr Hartmann, der 29. August war ein Mittwoch. Sagen Sie dem Gericht doch bitte, wo Sie sich mittwochabends für gewöhnlich aufhalten. Ich war zu Hause. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich will es für Sie tun. Normalerweise fahren Sie jeden Mittwoch gegen 18 Uhr in die City, weil Sie dort einen festen Termin haben. Sie besuchen regelmäßig eine Dame, eine Prostituierte. Jeden Mittwochabend, ist das richtig, Herr Hartmann? Ja und? Aber am besagten Mittwoch war ich eben nicht bei ihr, weil ich nämlich eine Grippe hatte. Die Dame sagt etwas anderes. Ja, dann lügt sie.
Herr Vorsitzender, ich beantrage die Zeugin Jasmin Sachs zu hören. Ihre Aussage ist von entscheidender Bedeutung für die Wahrheitsfindung in diesem Verfahren. Frau Sachs, Sie arbeiten als Prostituierte. Gesellschafterin. Gesellschafterin. Aha. Und wo ist der Unterschied? Erstens klingt's besser. Und zweitens hole ich meine Kundschaft nicht von der Straße. Und drittens, ich leiste den Herren Gesellschaft, wenn sie wollen, auch auf Partys oder so. Verstehe. Frau Sachs, zu den Herren, denen Sie regelmäßig Gesellschaft leisten, gehört auch der Sägewerksbesitzer Hartmann. Ja. Er besucht Sie gewöhnlich mittwochs. Ist das richtig? Ja. Zwischen 6:30 und 9:00 abends. Hat er das auch am 29. August getan? Ja. Das ist gelogen. Herr Hartmann. Die lügt doch wie gedruckt. Hartmann, wenn Sie nochmal die Verhandlung stören, muss ich Sie aus dem Saal weisen. Frau Sachs, der 29. August liegt jetzt über 8 Monate zurück. Wie können Sie so sicher sein, dass Hartmann an diesem Tag bei Ihnen war? Weil ich eine Art Notizbuch habe. Da schreibe ich immer rein, wer und wann zu Besuch kommt und was so gelaufen ist. Auf diese Art kann ich auf die speziellen Bedürfnisse... Frau Sachs, was steht über den fraglichen Abend in Ihrem Notizbuch? Dass Herr Hartmann sehr stark erkältet war und keinen Grog trinken wollte, da er heimfahren musste. Und dass er trotz der Grippe ganz besonders aktiv war. Danke, Frau Sachs. Sie sind darüber aufgeklärt worden, dass Sie nach dieser Befragung vereidigt werden können. Ich bin über alles aufgeklärt. Sind Sie wirklich ganz sicher, dass es mit Ihrem Notizbucheintrag zum 29. August seine Richtigkeit hat? Ja. Die Note ist doch geschmiert worden, das hat doch je... Der Verdacht liegt in der Tat nahe, aber wir können es nicht beweisen. Danke, Helga. Wenigstens nicht im Moment. Die Aussage des Sägewerkbesitzers war für unsere Sache sehr wichtig. Doch jetzt erscheinen seine Angaben zumindest zweifelhaft und wir müssen uns darauf einstellen, dass das Gericht zugunsten des Angeklagten entscheidet. Aber ich habe Krug doch auch gesehen. Ich weiß. Morgen werden die Plädoyers gehalten. Und der Verteidiger wird alle Register ziehen, um Ihre Aussage als fragwürdig darzustellen. Wieso fragwürdig? Ich bin doch kein Lügner! Das wird Dr. Lohse auch nicht behaupten. Er wird sagen, dass Sie sich geirrt haben. Falls es also zum Freispruch kommt und wir in die Berufung gehen wollen, müssen wir neues Beweismaterial vorlegen. Und das wird ohne die Ermittlung eines Fachmannes schwierig werden. Herr Matula ist Privatdetektiv und auf solche Nachforschungen spezialisiert. Aber die können doch diesen Mistkerl nicht einfach freisprechen! So wie die Dinge liegen, bleibt dem Gericht gar nichts anderes übrig. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass dieser Hartmann, dieser Sägewerksbesitzer, die Wahrheit sagt und nicht diese Zeugin? Ich arbeite bei ihm seit 10 Jahren. Der Mann ist in Ordnung. Der hat noch nie irgendjemanden schlecht behandelt. Mag ja sein. Aber was wissen Sie wirklich von ihm? Wann zum Beispiel haben Sie erfahren, dass Hartmann Stammkunde bei einer Prostituierten ist? Ja, heute Morgen. Eben, das meine ich. Vielleicht hat er noch mehr solcher Geheimnisse. Herr Matula hat recht, Walter. Aber was... Was kostet denn sowas? Ich meine, wenn Sie ermitteln... 300 Euro am Tag, Spesen extra. 300? Das sind ja... Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich strecke Ihnen die Summe vor. Und wenn Herr Matula Erfolg hat, werden wir sein Honorar als schadensbedingten Aufwand einklagen. Einverstanden? Ja, und... Einverstanden. Die Verteidigung behauptet, dass der Angeklagte zur Tatzeit gar nicht am Tatort war, sondern zu Hause. Dort wurde Förster Krug aber nicht gesehen. Er wurde im Wald gesehen. Auf dem Hochsitz, in Jägerkleidung und mit einer Jagdflinte in der Hand. Die Verteidigung behauptet ferner, den Schuss auf Dennis Müller habe ein Unbekannter abgegeben, der am helllichten Tag ohne Erlaubnis auf Jagd war. Ein Wilderer also. Wie aber die Beweisaufnahme ergeben hat, trug der Schütze Jägerkleidung und flüchtete in einem grünen Mercedes-Geländewagen. Genau so einen Wagen fährt der Angeklagte und hat auch mit seinem Auto tatsächlich am Tatort einen Reifenabdruck hinterlassen.
Wie ein medizinischer Sachverständiger vor diesem Gericht aussagte, könnte Dennis Müller noch leben, wenn er rechtzeitig in einem Krankenhaus eingetroffen wäre. Diese Tatsache gibt dem Verhalten des Angeklagten eine zusätzliche, schreckliche Dimension, die mehr noch als seine übrigen Verfehlungen nach Sühne verlangt. Herr Krug ist seit über 10 Jahren Förster. Er gilt seinem Wesen nach als ruhig und besonnen. Er ist nicht der Mann, der leichtfertig auf ein Ziel schießt. Schon gar nicht, wenn er es nicht hundertprozentig identifiziert hat. Und er ist nicht der Mann, der im Notfall Hilfe Morgen, Herr Brentano. Morgen, Herr Dr. Lessing. Ihr Kollege Lose war auch gerade da. Er hat recht, ich konnte Krug nicht länger festhalten. Wieso nicht? Weil er für die Tatsache ein Alibi hat. Er war die ganze Nacht mit einer gewissen Paula Riemer zusammen. Interessant. Das ist die Sekretärin von Frau Kamphausen. Sie hat seine Angaben bestätigt. Übrigens, wollen Sie auch einen Schluck von diesem Nervengift? Ist allerdings nur ratsam, wenn man schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr geschlafen hat. Sie glauben an dieses Alibi? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Frau Riemer lügt. Sie ist mit Krug liiert. Das ist doch ein Hinweis. Hier, diese Hülse, die letzte Nacht sichergestellt wurde, hat das Kaliber 30.06. Ziemlich groß. Und sie passt nicht zu Krugs Gewehren. Vielleicht hat er ein nicht registriertes Gewehr benutzt. Ja, vielleicht. Aber damit kann ich keinem Haftrichter imponieren. Wurden denn keine verwertbaren Spuren gefunden? Nichts. Wir führen aber noch weitere Befragungen durch. Was macht denn deine Wunde? Ist mir ja seelisch. Ich nehm's halt persönlich, wenn auf mich geschossen wird. Vielleicht war's gar nicht der Förster. Dann werde ich mir seine Herzdame mal vorknüpfen, dann sehen wir weiter. Und wenn er wirklich bei ihr war? Da müssen wir umdenken. Ich weiß auch schon, in welche Richtung. Hallo, können wir uns mal einen Moment unterhalten? Worüber? Über Sie und Herrn Krug. Und sein Alibi für letzte Nacht. Ich pack nur schnell meine Sachen zusammen. Sie hängen Ihren Job an den Nagel? Ich bin gerade gefeuert worden. Aha, darf ich raten, warum? Frau Kamphausen hat erfahren, dass Sie Krugs neue Flamme sind. Ich bin nicht seine Flamme, wir lieben uns. Für das Arbeitsgericht würde das als Entlassungsgrund nicht ausreichen. Ich hatte noch Probezeit. Da braucht Frau Kamphausen keinen Grund anzugeben. Woher wissen Sie das alles überhaupt? Ich schnappe manches auf und reihe mir Verschiedenes zusammen. Und damit ist jetzt Schluss. Zumindest in meinem Haus, Herr Matula. Wenn Sie irgendwas mit meiner ehemaligen Angestellten zu reden haben, dann tun Sie das gefälligst woanders. Sind Sie jetzt bald fertig hier? Ja, ja, natürlich. Ach, und wenn Sie Alwin, ich meine natürlich Herrn Krug sehen, dann richten Sie ihm doch bitte aus, wie sehr ich mich auf heute Abend freue. Sie verlassen sofort mein Haus. Ich helfe Ihnen. Danke. Sie waren die ganze letzte Nacht also mit Herrn Krug zusammen, ist das richtig? Ja, natürlich. Wiedersehen. Ich war gestern Nacht dabei, als Jasmin Sachs starb. Um einer hätte mich die zweite Kugel getroffen. Es tut mir leid. Ich hatte den Eindruck, Krug hätte geschossen. Wenn Sie ihn decken, machen Sie sich mitschuldig. Hören Sie, ich liebe diesen Mann. Aber wenn er ein Mörder wäre, würde ich mich von ihm trennen. Ich glaube ihr. Nur, wenn Krug die Sachs nicht erschossen hat, wer dann? War es derselbe Schütze, der auch den kleinen Dennis auf dem Gewissen hat, oder waren es zwei verschiedene? Also von zwei verschiedenen Tätern auszugehen, ergibt für mich keinen Sinn. Also ist Krug aus dem Schneider, weil er für den Mord an der Sachsen Alibi hat. Aber an dem Tag, als der kleine Dennis erschossen wurde, wurde er von zwei Leuten gesehen. Sagen wir besser seinen Wagen. Und auch nicht mal das ist sicher. Aber wenn es wirklich Krugs Wagen war, kann auch jemand anderes drin gesessen haben. Ja, die Kamphausen jagt auch. Aber kann man die mit Krug verwechseln? Vielleicht. Wenn sie Jägerkleidung trug und Hut auf hatte. Die Kamphausen ist mit Krugs Auto zur Jagd gefahren und hat versehentlich den kleinen Dennis erschossen.
Krug, damals noch ihr Liebhaber, deckt sie und lässt sich vor Gericht anklagen. Er geht davon aus, freigesprochen zu werden, denn er ist ja wirklich unschuldig. Und um dem Freispruch nachzuhelfen, bezahlt Frau Kamphausen die Sachs für eine Falschaussage. Und als sie Sachs umzukippen drohte, blieb der Kamphausen gar nichts anderes übrig, als sie aus dem Weg zu räumen. Warten, warten, worauf denn? Dass der Dreckskerl noch jemanden abknallt? Nee. Jetzt ist Schluss mit Warten. Wenn er so weitergeht, kommt er noch ungestraft davon. Ganz sicher nicht, da werde ich dafür sorgen. Den Krug, den mache ich fertig. Und dann? Wollen Sie jahrelang in den Knast gehen? Immer noch besser als einen Mörder jahrelang frei rumlaufen lassen. Herr Schmüller, denken Sie doch mal an Ihre Frau. Soll die jetzt nach dem Sohn auch noch den Mann verlieren? Anni, noch zwei Schnaps. Zahn um Zahn. Auge um Auge. Guten Abend, Herr Krug. Was wollen Sie schon wieder? Dass Sie mit der Wahrheit rausrücken, bevor noch mehr Blut fließt. Ich schieße keine Leute tot. Wann kapieren Sie das endlich? Aber Sie kennen jemanden, der es tut. Verleihen Sie manchmal Ihr Auto? Was soll die Frage? Vielleicht an Ihre Chefin, wenn die zur Jagd fährt. Lassen Sie mich in Ruhe. Herr Krug, zwei Menschen sind tot. Und Sie wissen mehr, als Sie zugeben. Gehen Sie. Geschichte wächst mir über den Kopf. Jetzt sag bloß nicht, dass du doch etwas damit zu tun hast. Ich hab auf niemanden geschossen, Paula. Was dann? Du musst es mir sagen, Alvin. Ich hätte mich nie darauf einlassen dürfen. Herrgott, worauf denn? Bitte sag mir doch, was los ist. Morgen früh werde ich zur Polizei gehen. Hör zu. Ich... Verdammt nochmal. Guten Abend.